Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir befinden uns hier gerade in unserer eigenen Kammer, die wir geschenkt bekommen haben, weil wir mit dem Sieg mitverantwortlich waren. Und ich werde jetzt erstmal, ich glaube, ich werde mich erstmal umziehen. Ich habe momentan folgendes Problem: Ich bin müde, aber wenn ich jetzt schlafe, wache ich mitten in der Nacht auf und das ist kacke. Deswegen müssen wir noch ein bisschen wach bleiben, aber ich habe einen Plan. So, erstmal möchte ich mich wieder normal anziehen. Oh, ist das schön. Lederstiefel. Stimmt, die hatten wir gefunden, ne? Was habe ich denn momentan? Achso, ne. Alles gut. Die hatte ich gerade angezogen, ne? Ja. So, jetzt sind wir wieder fast normal angezogen. Die Haube und das Kettenhemd kann weg. Ach, schön. Der Dieb, der ich einst war. Nicht mehr in dieser ganzen Scheiße, ey. Scheiß auf die Armschienen. Huch, meine Arme waren weg. So, und die Command-Sachen werden wir auf jeden Fall hier reinlegen. Einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir sie mal brauchen. Ich habe ja noch den edlen Kuras, stimmt. So, kumanische Sachen bitte alle rein. Oh, Gewichtsverlust, ja. So, ich glaube, ich müsste eigentlich mal zum Shop, aber ich werde mich einmal ganz kurz hinsetzen. Wir gucken mal, ob wir noch ein Buch am Start haben, das wir lesen können. Das wäre nämlich sehr, sehr vorteilhaft für mich. Fliegt wie ein Wiesel, kann ich das schon? Nein. Was habe ich noch? Rezept für Puppenmachertrank. Das ist ein neues Rezept, okay. Mythen in Rhetorik, kann ich das schon lesen? Auch nicht, ach Gott. Was kann ich überhaupt lesen, ey? Wir haben schon drei gezackte Würfel, ne? Bald können wir richtig Geld verdienen. So, ich möchte gerne auf meine Truhe zugreifen und da die Bücher mal reinlegen. Ne, ich will nicht schlafen. Bullshit. Ich muss noch ein paar Stunden wach bleiben. Aufstehen. So. Gut. Teil haben wir davon schon gelesen. Gibt es noch Bücher, die ich noch nicht gelesen habe? Nö. Ich habe hier tatsächlich alles gelesen. Na gut. Wiegen die Bücher viel? Die wiegen 1. Ist jetzt nicht die Welt. Aber das können wir reinlegen. Achso. Habe ich das jetzt falsch gemacht? Ja. Nee, alles gut. So, das ganze Leder kommt da jetzt mal rein. Das Spinnennetz können wir behalten. Das wiegt nicht wirklich viel. Wildschweinleder, Hundeleder. Ein bisschen das Inventar aufräumen. Wir haben wieder Dietrich hier, das freut mich. Oh, ich habe den Retterschnaps und alles nicht mitgenommen. Ja, es war zu stressig. Das konnte ich nicht mehr machen. Gut, gehen wir raus. Oh. Freiheit. Endlich raus aus dem Grau. Ich bin sehr, sehr froh, diesen Headshot gelandet zu haben. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist gar nicht mein Pferd. Das ist mein Pferd, oder? Du bist mein Pferd. So. Ich würde glatt behaupten, wir machen heute mal wieder eine Schatzjagd. Habe ich mal Bock drauf wieder. Und zwar gucken wir uns Schatzkarte. Ich habe zweimal die. Achso, Schatzkarte 5 und uralte Karte 5. Ah. Das ist ein Unterschied. Habe ich die hier schon geguckt? Talmberg. Waren wir da schon? Bin mir da gar nicht so sicher. Nee, waren wir nicht. Obwohl, Red Hay? Okay, gucken wir uns eine uralte Schatzkarte an. Wir sind schon bei uralte Schatzkarte 4, ne? Ne, 3. 3, gucken wir uns mal die 3 an. Wir haben einen Baum. Wir haben Uschitze. Okay, Uschitze ist unten. Oh Gott. Okay, wir müssen erstmal diesen Ort finden. Wo ist Uschitze? Sasau, Rowa, Skalitz, Thallenberg, Uschitze. Ja, muss das hier da oben irgendwo sein? Ja, da waren wir aber noch nicht. Ja, gucken wir uns die Karte an.
Red Tay ist unten. Da ist die Mühle. Das Holzfällerlager. Ich weiß, wo wir hin müssen. Okay. So. Das heißt, wir reiten heute nach Rattay. Karte. So, wir gehen nämlich. Da ist das Holzfällerlager. Über diese Brücke. Am Holzfällerlager vorbei. Und dann ist das hier irgendwo. Das wird einfach. Gucken wir nochmal. Holzfällerlager. Und dann ist da halt eine Ruine. Wir gehen an der Kreuzung nach unten. Okay. Das heißt, wir reiten hier entlang, hier. Dann gehen wir hier an der Kreuzung runter und dann ist das hier noch irgendwo. Interessanter Ort, das ist wahrscheinlich der hier. Nehme ich jetzt mal stark an, was ist das hier? Höhle. Okay, gut, dann wissen wir, wo wir uns gleich treffen. Ja, und dann schauen wir mal. Ach, ich bin in Rattay. Oh. Das ist natürlich einfacher. Aber gut, wir sehen uns trotzdem gleich nach einem kleinen Ritt. So, wir sind jetzt hier. Ich gucke mal auf die uralte Schatzkarte. Ich meine, auf die Proportion brauchen wir nicht zu achten. Hier geht aber ein Weg ab. Da möchte ich kurz mal vorbeischauen. Ach, das ist. Ich weiß, wo wir sind. Hier war nämlich die eine Quest. Aber hier finden wir keine Ruine. Soweit ich weiß. Nee. Hier finden wir keine Ruine. Da müssen wir woanders hin. Und Freunde, ich bin sehr gehypt, denn wir können jetzt endlich den Bogen benutzen und alles. Wir sind stark genug geworden. Ah, hätte ich mir bloß niemals so eine große Bürde auferlegt mit diesen komischen Items, die ich gefunden habe. Naja. So, reiten wir mal ein bisschen weiter. Ach. Da soll der Schatz sein? Den hätte ich doch gefunden. Da war ich nämlich des Öfteren. Ich war hier oft. Als ich die Nachtigallen gefangen habe. Oder taucht der Schatz erst auf, wenn man die Karte anguckt? Gucken wir mal, was sagt mir denn die Karte noch? Jetzt mal irgendwelche anderen Hinweise. Die Hand. Die Hand zeigt auf die untere Seite. Muss ich mir kurz mal ein Bild davon machen, wo wir jetzt gerade sind. Ja gut, hier sieht man nicht viel. Kann ich ranzoomen? Nein. Ja, wenn es hier einen Schatz geben würde, hätte ich ihn doch schon längst gesehen. Ich habe extra hier geguckt, weil das ein interessanter Ort war. So, ach. Lol. Ernsthaft? Und den habe ich nicht gesehen? Ach Gott. Das mache ich mal mit Tastatur komplett. Mit Maus und Tastatur ist es viel einfacher zu knacken. So. 200 Groschen. Leichte dunkle Brigantine. Modische Schlappen. Schwerer Kriegshammer. Silberring. Warhorse Helm. Warhorse Schuhe. Crazy. Ja, cool. Den Schatz haben wir, dann tun wir den Schatz mal bei uns ins Pferdchen. Und den habe ich nicht gefunden. Ach Gott. Ach Gott. Hätte ich doch finden müssen. Ja, egal. So, Ferdinand. Ich werde dich immer Ferdinand nennen. Ist mir egal, wie du heißt. So, Rezept für Schlaftrunk haben wir gelernt. Haben wir gefunden.
Schlaftrunk ist immer gut. Die uralte Karte packen wir mal in die Satteltasche. Und flink wie ein Wiesel. Sonst keine anderen Bücher bekommen, ne? Waffen. Wir haben einen schweren Kriegshammer. Ja. Legen wir auch mal die. Pferd kann nicht mehr tragen. Warum nicht? Bullshit. Na gut, dann ist das so. Wie sichtbar bist du? Viel zu sichtbar. Modische Schlappen? Auch viel zu sichtbar. Silberring? Selbstverständlich sichtbar. Warhorse-Helm. Oh, guckt euch das an, wie cool ist das denn? Aber man kann dadurch nichts sehen. Warhorse-Schuhe. 31, okay. Was? Ich glaube, meine sind besser, ne? Ja. Aber gut, ich bin nicht überladen, von daher können wir weitermachen. Wollen wir noch einen Schatz? Ich finde, das ging ja recht flott. Gucken wir mal nach einem Schatz sonstiges. Gucken wir uns die uralte Karte 3 vielleicht noch an. Ja, das ist aber komisch. Ich meine, wo haben wir da eine Mühle? Haben wir da schon eine Mühle entdeckt? Das ist die Frage. Frage aller Fragen. Weil ansonsten ist nämlich unser gesuchtes Ding höchstwahrscheinlich hier oben irgendwo im Schatten. Und das ist doof. Ja, dann muss ich das machen, wenn wir die Karte da oben aufgedeckt haben. Oh, Bücherwurm. So, was haben wir denn hier? Westen. Okay, keine Namen. Das sind zwei Xe. Oh Gottes Willen. Wo könnte das denn sein? Eine Stadt auf dem Berg? Ein Fluss? Zwei Seen? Ein Hirschgebiet? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns mal eine Schatzkarte von vorne hier. So, wir sind Meerheuden, ne? Am Fluss entlang und dann am Brunnen. Tallenberg und Meerheuden, okay. Meerhoden, so. Meerhoden. Sorry. Hier ist der Fluss. Natürlich haben wir den auch noch nicht gesehen. Okay, haben wir hier noch irgendwas Schickes? Rettay. Neuhof. Ein Haus, eine Kreuzung und ein Dorf. Ich meine, wir sind gerade sowieso hier in der Nähe. Was wir allerdings machen können, ist, bevor wir jetzt hier in Rettay weitergehen und Neuhof. Ja, da geht's Richtung Neuhof, das ist klar. Es ist hier irgendwo. Ach du Scheiße. Weißt du was? Wir machen erstmal eine Quest weiter. Das wird mir jetzt kompliziert mit den Schatzkarten. Wir wollen zur Mühle und einmal kurz unsere Kleine daten. Auch wenn es verdammt spät ist. Ja, vielleicht gehen wir erstmal schlafen. Jetzt ist die Zeit ja angebrochen, wo wir schlafen können. Und dann passt das schon. So. Wir sehen uns morgen, Liebes. Ich wasche mich morgen für dich, okay? Ich stinke jetzt erstmal im Bett. Nicht setzen, schlafen. So, bis morgens bitte. Ja, 7 Uhr, anders geht das nicht. Aber ich werde nicht mit Energie voll sein, ne? Nee. Oder? Doch, 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 doch. Ja! Exacto Mundo. Ja, auch schon wach. Oh, süßer Pfannkuchen. Nehme ich noch ein. Und noch ein. Und dann esse ich aus eurem Töpfchen.
So, perfekt, mir geht's gut. Ich bin super gut ausgeruht. So, wo ist dein Töchterlein? Gott sei mit dir, Heinrich. Du mich auch. Ich suche dein Töchterlein. Töchterchen? Hallo? Schläft die oben? Die hat doch immer da unten geschlafen. Oh, eine Truhe. Die knacke ich doch mal ganz frech. Knüppel? Wozu brauchst du Knüppel? Nachthemd. Aus Pferdeleder und das Spinnennetz nehme ich mit. Und den Rest kannst du eigentlich behalten. Ah ja, ich wollte mich waschen für meine Liebste. Ah, da bist du ja. Theresa, hallo. Hallo? Magst du nicht reden? Pass auf, wo du hingehst. Was zur Hölle machst du da? Mit dir reden. Du gehst jetzt nicht ernsthaft schlafen, oder? So, möchtest du wieder etwas Unfug anstellen? Möchtest du mit mir wieder Unheil anrichten? Letztes Mal war spaßig. Ja, war es. Ich bin überrascht, dass du es auch so siehst. Obwohl ein Mädchen nicht jeden Tag die Gelegenheit hat, die Wunden ihres Retters zu versorgen. Wollen wir blinde Kuh spielen? Du willst wirklich blinde Kuh spielen? Ich weiß, das spielen nur Kinder, aber ich mochte es immer und mit dir fühle ich mich dabei nicht albern. Also gut. Also gut, warum nicht? Gut, dann folg mir. Dann mal los, wieso bist du denn nicht so schmutzig im Gesicht? Was ist los? Hast du dich in Scheiße gewälzt? Wolltest du gut für mich aussehen? Gott Allmächtiger! Mach die Pass Tür bitte auf, wo nicht du zu. hingehst! Danke. Ich gehe dir hinterher. Also beschwert sie sich jetzt auch noch, dass ich mit ihr was Hier unternehme? in der Scheune sieht uns niemand. Schämst du dich? Es ist ein Spiel für Kinder. Natürlich bin ich beschämt. Erwachsene spielen das auch. Aber nur, wenn sie betrunken sind. Oder nackt. Das heißt, sie will gar nicht blinde Kuh spielen. Ah, ich weiß ganz genau, was du hast, Boss Theresa. Ich verbinde mir die Augen. Passt doch, Liebe macht blind. Frecher Bursche. Dieses Spiel wirst du niemals gewinnen. Ich habe bessere Ohren als eine Fledermaus. Und ich bin so leise wie eine Katze, du findest mich nie. Wir werden sehen. Aber wenn du die Scheune verlässt, hast du verloren. Komm her. Hier ist doch nicht genug Platz. Komm schon, dreh mich im Kreis. Worauf wartest du noch? 1, 2, 3, 4, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Wie ging es gleich noch weiter? Ich habe keinen Schimmer. Los, versteck dich. Oh, ich bin ein Assassine, das weißt du, ne? Wo steckst du? Die wird mich doch nie im Leben finden. Ha, hab dich. Ja, das sehe ich. Kann ich hier noch ein paar Sachen klauen, währenddessen wir spielen? Geh nicht aus der Scheune raus. Warte nur, ich finde dich schon. Oh, ist das blöd, ey. Ich bin verdammter Assassine, die wird mich doch niemals finden. Hier. Wäre es nicht besser, sich einfach finden zu lassen? Dann kann man wenigstens Was andere war Spiele das? spielen. Oh, Heimlichkeit. Du bist wirklich leise. Warum konnte ich dich nicht hören? Oh nein, meine Wäsche liegt zum Trocknen draußen. Wir müssen sie schnell hineinbringen. Lass Theresa das Spiel gewinnen? Oh. Hey, pass auf. Pflege. Ich lasse niemanden gewinnen. Nur weil die Vögel will, keine Ahnung, Oh guckst. nein, alles ist ganz nass. Du kannst sie zum Trocknen neben den Ofen legen. Nein, dann stinkt alles nach Rauch. Wir legen sie aufs Holz.
Aufs, aufs Heu, ja? Also ich finde, zu gewinnen ist wesentlich besser gewesen, weil ich natürlich einen Heimlichkeitspunkt bekommen habe. Scheiß auf Theresa, ganz ehrlich. Es ist alles klitschnass. Du hast doch keine Angst vor Gewittern, oder? Jetzt nicht mehr. So, geschafft. Wollen wir wieder Verstecken spielen, Theresa? Sollten wir die Wäsche nicht ausbreiten? Heinrich, entspann dich. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das immer sehr, sehr unangenehm, so eine Sexszene mit anzusehen in einem Spiel. Ich weiß nicht, mögen das die Leute? Ich finde das, keine Ahnung. Ich meine, ich bin jetzt nicht wirklich jemand, der prüde ist oder so, aber ich mag das einfach nicht. Es ist einfach so, du bist gezwungen, mit anzugucken. Turteltäubchen. Ja, gut, ja. Toll, jetzt regnet's. Danke, Theresa. So, dann sind wir wenigstens damit durch. Wie sieht jetzt die Quest mit Theresa aus? Müssen wir sie nochmal besuchen? Nö, ist vorbei. Ja gut, ich hatte Sex, alles ist gut. Wir sehen uns nie wieder. Oh Mann. Na ja, gut. Machen wir Fragen und Antworten. Begib dich in die Halle der oberen Burg. Oder sollen wir noch weiter Nebenquests machen? Ich glaube, das wäre erstmal besser, Nebenquests zu machen. Ich hatte echt schon Probleme gestern. Machen wir Steinschlag. Begib dich zum Kloster. Und vielleicht können wir da auch direkt die andere Quest machen. Na siehst du, da kriegen wir nur sogar noch was, Questgeber. Reiten wir hierhin. Oh, Überfall auf dem Weg. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich will aber nicht sterben, deswegen werden wir erstmal auf dem Pferd bleiben, den Bogen zücken und gucken, ob wir da nicht einfach irgendwas machen können. Fresse kenn ich doch! So ein Glück! Mehr hast du nicht drauf! Ach, der hat nur einen Knüppel am Start. Bist du etwa alleine? Au, au! Mein Schwert ist noch blutig, mein Freund. Und du hast nur einen billigen Knüppel, was willst du von mir? Ah. Kacklappen. So, dein Bier nehme ich mit. Das Geld. Den unbekannten Trank. Ja, und den Rest habe ich eigentlich zu Genüge, ne? Ja. So. Sollen wir mein Schwert sauber machen, ne? So, wir sind aber noch lange nicht da. So, wo sind wir jetzt? Noch nicht richtig da, okay. Das ist das Kloster, das wir immer wieder gesucht haben. Gut, da können wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, zwei Quests. Vielleicht werden wir fündig. Ich finde, Faustkampf ist in Ordnung. Das geht. Aber Schwertkampf, vor allem wenn der Gegner ein Schild hat, ist das so schwer, da durchzudringen. So, Freunde, wir sind angekommen, aber ich würde sagen, den Rest erledigen wir dann morgen in einer neuen Folge und ja, dann gucken wir mal, wie das Ganze ausgeht. Hier liegt ein verrotteter Apfel, wieso nicht? Und ob wir beide Quests auf einmal lösen können. Wir sehen uns, haut rein, euer Zero, tschüss.